stoffelig sind sie ja schon. Und sie fallen einem nicht gerade mit Freundlichkeit um den Hals. Trotzdem, wir im Wohlfahren haben uns in eigenen Kopf und alle Wurststoffen weggelernt. Ja, aber alleine. Das hat einfach Angst vor Fremden und lässt das Kind drin. Ja, und das Hotel war voll gut. Glückwünsche an Sie und das neugeborene Kind. Wir waren ja lange auf Reise und haben davon noch reichlich Speisen. Eine ganze Menge Brot und Fisch, das kommt jetzt alles auf den Tisch. Ananas-Chili und diverses Fruchtpüree haben wir auch noch. Wie wäre es, wenn wir jetzt alle zusammen auf dem Marktplatz noch ein wenig feiern? Ich habe meinen ganzen Weinvorrat im Auto. An Heiligabend geschieht so manches große und kleine Wunder. Und sind wir ehrlich, manchmal rollt uns auch die ein oder andere Träne über die Wange. Vielleicht in Erinnerung an vergangene Zeiten und Menschen. Schaut euch doch nur mal um, links und rechts, Frau und Mann und Kind. Ihr seid zusammen. Jesus ist geboren. Und Gott ist bei euch heute Abend, so wie ihr seid. Ist das nicht schon ein kleines Wunder? Amen. Weihnachten!
Gibt das da was? Ich weiß es nicht. Ich hatte einen schlechten Platz. Ich konnte nicht so gut filmen da. Ich habe mal so ein paar Aufnahmen habe ich mal gemacht, aber es kann auch zu dunkel sein. Aber das haben sie wieder nett gemacht. Vorher sind wir ja so.